Inos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Wir sind in der Aurora und haben eine Verbesserung für das TH-Gewehr erhalten. Und haben uns mal neu ausgerüstet. Artyom, die Werkbank steht dir zur Verfügung, wenn du sie brauchst. Vielen Dank. Wir machen uns nämlich auf den Weg. Hoppala. Und? Bist du bereit für den letzten Vorstoß? Viel Glück und danke nochmal. Also, ja, war doch er derjenige, das mit der Anfrage und der Gitarre. Was ich noch sagen wollte, wir haben den Waggon, da steht er, mitsamt der Motordresine, hierher schaffen können. Aber müssen jetzt noch zum Hafen, rechts von uns, zwecks dem Schleppboot. Und dann geht es bald in Richtung Brücke. Alles in allem sind die Aufgaben klar. Aber er kriegt jetzt hier von uns noch die gestellte Gitarre. Oh, wo hast du die denn her? Gott verdammt, ist die cool. Vielen Dank, Mann. Ich bin hin und weg. Dann möchte ich aber später auch mal was Gutes davon darüber hören. Oder vielleicht sogar jetzt noch. Danke sehr. Vielen Dank. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel uns das bedeutet. Danke. Das ist unser Waggon von vor über einem Jahr, verstehst du? So viel ist geschehen. Okay, das war jetzt noch nicht wirklich viel, aber naja. Aber ja, ne, durchaus nachvollziehbar. Das ist schon ein Trip, wenn man das Ding mal wieder sieht. Artyom, das Team hat den Umweg zum Hafen genommen. Aber du kannst schneller dorthin. Da ist dein Boot. Du könntest doch die Seilrutsche vom Banditenturm ausnehmen. Also, Artyom, Hals- und Beinbruch. Viel Danke. Glück. Am Hafen und auf der Brücke. Richtig. Ich denke mal, wir nehmen das Boot, ne? Würde ich sagen. Alter, schaut euch mal das Ding an, ey. Yes! Ah, ist das schön. Das Ding möchte ich echt mal in Aktion sehen. Artyom, wir sind in Stellung. Erwarten deine Befehle. Tja, wenn Artyom jetzt natürlich reden könnte, hätte er schon was gesagt. Aber, na, wir wissen es besser. Den hat es ja auch hier echt zerlegt. Kurzer Blick auf die Karte. Da geht's lang. Ah, da liegt ja auch das kleine Boot. Eine Sache möchte ich noch mal ganz kurz nachsehen. Genau, und zwar... Moment. So. Und zwar, bevor wir jetzt gleich starten. Die Stahlkugeln. Also übernehme ich jetzt schon mal deutlich wieder, ja, versorgt mit Munition. Verfehlt, Junge. Ich bin nicht der Einzige, der hier veraimen tut. Ach, da ganz... Nee. Steht da oben wer?
als Außenposten. Die kriege ich ab. Ja. Ah, Mann. Boah, das ist aber auch. Ja. Wir machen das ja schon von dannen. Aber die S. Das, ja, lässt sich auf jeden Fall hören. Das ist auch einer von uns, oder nicht? Ne, ja, es ist Anna sogar. Und da fällt mir ein, bevor ich das auch vergesse, Medikit. Ja komm, machen wir noch eins. Wir haben noch über 200 Chemikalien, das sollte erstmal reichen. Ja, aber der Sound, ey, von dem Revolver. Das lässt sich hören. Bin gleich da. Der Nebel hat auch ganz schön wieder zugenommen. Kann man ja gar nichts mehr erkennen da draußen. In der Suppe. Du hast es geschafft. Ich war krank vor Sorge, während du im Terminal warst. Ja, Max sagte, du hast den Schlafwagen mitgebracht. Du bist einfach der Beste. Tut mir leid, dass ich so viel rede, aber du hast mir gefehlt. Okay, okay, zurück an die Arbeit. Verdammter Husten. Hab wohl zu viel Zeit auf der Deponie verbracht. Hauptsache, es geht dir jetzt einigermaßen besser. Also haben sie mehr Wachen als erwartet. Scheint riskant zu sein. Aber Chris sagt, dass solche Konvois üblicherweise von einem Kapitän kommandiert werden. Wenn wir ihn gefangen nehmen, werden die anderen aufgeben. Sie haben etwa 15 Wachen. 4 an der Leiter des Schleppschiffs, ein paar am Pier. Sam nimmt die rechte Flanke. Bitte kommen, Sam. Ich bin in Stellung. Ich kann eine Wache sehen. Duke ist links vom Hangar. Bitte kommen. Duke in Position. Bereit, die Wache auszuschalten. Ach, da ist er. Ist auf dem hinteren Kran. Einsatzbereit. Ich habe jeden einzelnen am Pier im Auge. Kirst hat das Untergeschoss ausgespäht. Hier sind nur zwei. Sie sind gerade mit einer Reparatur beschäftigt. Könnte eine optimale Stelle sein, um unbemerkt hineinzugelangen. Gut, Atyom, wir sind alle bereit. Aus der Kirche bist du auch unauffällig. Spaß, Amateursoldaten wie die hier zu verbümmeln. Genug geredet. Also gut, Atyom. Du hast die Leitung. Du gibst die Kommandos. Vielleicht sollten wir bis zum Einbruch der Dunkelheit warten. Dann könnte es einfacher sein. Vielleicht schlafen ein paar der Wachen ein. In der Zwischenzeit könntest du dich hier in der Kabine ausruhen. Ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, dem wir auch nachkommen werden. Das werden wir auch tun. Vielleicht warten wir besser, bis es dunkel ist. Ja. Ich meine, eine scheiß Aussicht ist ja jetzt schon da. Man kann ja kaum was sehen, aber Anna hat recht. Wir werden uns hier erstmal abpacken. Da fällt mir ein, es gab doch noch ein Totband, was ich mir da anhören müssen. Von der Lagerhalle, beziehungsweise von der Abstellhalle, wo auch der Waggon stand. Und übrigens, da unten in der Halle selber, ne, was man hier rechts im Bild ganz gut sehen kann, vor dem Kran, da waren wir auch noch gar nicht drin. Und, bist du ausgeruht? Tja, wird auch Zeit. Also versuch, auf dieses Schleppschiff zu kommen. Wir geben dir Deckung. Lass uns den Plan noch einmal durchgehen. Sobald sich das Schleppschiff in unseren Händen befindet, geht Sam, Idiot und ich zurück zu Aurora. Während Atyom, Duke und Crest das Boot zur Brücke bringen. Viel Glück.
Ich meine, ne, man muss es auch mal so sagen, wie es ist. Jetzt ist der Nebel weg. Aber immerhin gibt es hier keine Gule mehr. Aber ein Haufen Pilze. Da sind aber einige Leute hier. Und das sind alles nicht unsere Leute. Ach, von hier aus hätte man sogar auch noch in die Halle aus eindringen können. Und? Scheiße, was gibt es denn auf der Karte? So weit wie möglich von hier weg. Nur den Namen. Zwecklos hier wach. Die Stadt ist, du weißt schon, weg. Aber die Piers sind noch da. Es sind auf jeden Fall eindeutig zu viele Leute, um sie alle kalt zu machen. Das wird nicht funktionieren. Du solltest vielleicht mal ein paar Kugeln ins Magazin laden, Junge. Wir kaufen unsere Waren massenweise ein. Dafür bekommen wir unseren Diesel zum Sonderpreis. Dann fahren wir einfach den Fluss hoch, liefern denen, was auch immer sie aus dem Süden brauchen, laden deren Zeug ein und fahren wieder zurück. Leichtes Geld. Und wir müssen die Kerne nicht schleppen. Ich verstehe. Also gut, dann geh ich. Das war schon mal einer. Puh. Komm, dreh dich wieder um. Wir wollen hier nur nach unten. Ist. Es ist noch, beziehungsweise es wird mittlerweile wieder so dunkel, dass hier unten keiner gesehen wird. Also der hier auf dem Boden liegt. Das Problem ist, der guckt in unsere Richtung hier vorne. Da links war ja auch noch einer. Alter, wie viele Leute laufen denn hier rum? Doch, jetzt auf einmal, wo ich es gesagt habe, ist er fertig geworden, ne? Welch ein Zufall. Komm, Junge, dreh dich wieder um. Danke. Schon genug zu tun? Tja, auch wenn es mir nicht gefällt, das müssen wir überprüfen. Na, hoffentlich geht hier auch geradeaus weiter, hier in diesen Durchgang. Das ist definitiv keine gute Idee. Ja, sicher. Schieß aber nicht auf meinen Arsch, du Racheengel. Aber ich würde wahrscheinlich ähnlich reagieren wie die beiden.
Fahren wir denn dieses Mal nach Nischni? Nein, wir drehen ungefähr 20 Kilometer vorher um. Verdammte Arschlöcher! Weißt du denn, wie Außenposten falsch ist? Genau. Als wir zuletzt da waren, haben diese sogenannten wachsamen Hüter aus unserer Brücke ein Sieb gemacht. Zum Glück war alles in Ordnung, als wir die Waren ausluden. Aber als es ans Bezahlen ging... Arschlöcher! Recht hast du. Sie könnten jetzt sogar eine Kiste Munition für ein Stück Brot anbieten. Und das wäre mir egal. Eher würde ich nach Baku gehen als dorthin. Angeblich ist das Spiel da auch schon vorbei. Kein Spaß mehr. Zwischen der Ladung sind schmale Lücken und technisch erdreutig. Aber von Nischni wissen wir jetzt definitiv, was los ist. Siehst du diese Narbe? Der Beweis. Na gut, los zu. Moin. Warum stehen wir hier überhaupt rum? Gibt es hier irgendetwas Bewachenswertes? Komm schon, wo hast du diesen Beutel? Da sind Köder drin, kein Tabak. Zwischen den Booten ist ein Floß. Klettere über Bord. Okay, Anna. Hier reißt doch nichts an. Dieses Monster hat wohl alle Fische aufgefressen. Niemand kann alle Fische essen. Wie auch immer, hau ab und hör auf, mit deinem Unfug die Fische zu vergraulen. Es wird höchste Zeit, dass einer anweist. Rumstehen, rumstehen, rumstehen. Und zur Abwechslung mal rumstehen. Puh. Vom Anna sagte, zwischen den Booten ist ein Floß. Ja, wo denn? Ach, das da unten. Ja, wenn man hier ist, will man sich einfach nur betrinken. Einfach herrlich. Ich hoffe mal, das reicht vom Platz. Hoffentlich geht er vorbei und sieht uns nicht. Okay. So weit, so gut. Jetzt ist er weg. Geh weiter. Und wie lange müssen wir hier hocken und die Füße stillhalten? Naja, Mikhailitsch arbeitet daran. Der Generator schaltet sich allerdings ständig ab. Weil du normale Zündkerzen besorgen solltest und nicht diese Scheiße. Das hätte uns sicherlich eine Menge Ärger erspart. Ach, die sind gar nicht so schlecht. Überleg doch mal, wie lange sie gehalten haben. Und Ahmed wollte 2 Magazine mehr für die neuen, also... Und überhaupt, wo liegt das Problem? Hast du es eilig? Ich finde diese Gegend total unheimlich. Dieses Monster in dem Fluss? Das ist einfach zu viel. Ha, schade, dass du nicht den Cheboksary warst. Warum? Eines dieser Monster hat einen Kahn versenkt. Das ist doch Bullshit. Sag das Sergej, wenn du ihn siehst. Er und die Jungs wollten es fangen. Wie denn? Musaka stecken einen gebratenen Hund darauf, packen das Seil an einen Trossen zu. Wie lange und muss dann ich denn hier noch rumstehen? Was ist passiert? Hey! Hey, was ist das da? Wer ist da? Wo zum Teufel ist er? Feuer frei, er wurde entdeckt. Bullshit. Bullshit, Digga. Komm. Hast du jetzt eine Ladehemmung oder was? Nimm das! Na bitte! Danke. Bitte und danke. Ja gut, die Lichtquelle war da, das gebe ich zu. Und ja, vielleicht habe ich mich in der Ego-Perspektive auch relativ blöd versteckt. Mag auch sein. Aber obviously war es wahrscheinlich der letzte Patrouillengänger von all diesen 3 Booten. Und genau an den
muss ich natürlich verkacken. Der absolute Vorführeffekt, ne? Warum auch die 100%-Quote erreichen, wenn es auch so geht? Das habe ich mir auch dabei gedacht. First try, Bruder. Nee. Es wäre zu einfach gewesen. Ach, die sind gar nicht so schlecht. Überleg doch mal, wie lange sie gehalten haben. Und Ahmed wollte 2 Magazine mehr für die neuen, also. Und überhaupt, wo liegt das Problem? Hast du es eilig? Ich finde diese Gegend total unheimlich. Dieses Monster in dem Fluss? Das ist einfach zu viel. Ha, schade, dass du nicht den Chef Boxer warst. Warum? Auf jeden Fall können die froh sein, dass sie den Zarfisch nicht mehr sehen brauchen. Warum stehen wir hier überhaupt rum? Gibt es hier irgendetwas Bewachenswertes? Ich habe jetzt mal eine Verständnisfrage. Muss ich hier irgendwo eine Tür rein? Habe ich die gerade nicht gesehen? Hier ist zwar eine. Also, ich glaube mal, dass das eine ist, aber da komme ich nicht rein. Ha. Lächerlich, einfach lächerlich. Ich habe mich doch nicht dafür gemeldet, tatenlos rumzustehen. Ach, der kommt gar nicht hierher. Das wäre beinahe schief gegangen. Fast hätte er mich ein zweites Mal gekriegt. Nur ausgenockt. Ja, hier müssen wir rein. Ah ja. Knarzi, knarzi. Kein Mucks. Nicht schießen! Nicht schießen! Ich kann bezahlen! Die Waren! Nehmt sie euch! Ihr könnt die Waren haben! Ruhig bleiben! Wir sind's! Wir brauchen deine Ware nicht! Dein Schleppschiff hingegen! Du kannst es dir an der Brücke abholen, falls du schön mitspielst. Hast du mich verstanden? Ja, natürlich. Befiehl deinen Leuten, sich zu ergeben. Dann wird niemand verletzt. Sofort. Nein. Hey, zuhören, Leute. Hier spricht der Captain. Nicht mehr schießen und sofort ergeben. Du hast das Richtige getan. Schön zur Abwechslung mal mit einem intelligenten Typen zu sprechen. Und jetzt los! Gute Arbeit, Archon. Artyom, unseren Leuten geht's allen gut. Das hast du gut gemacht. Und da gab's gerade gute Karma-Punkte. Dürfen wir? Seid ihr bereit aufzubrechen? Zu spät, falls nicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Viel Glück, Leute. Mögen Wind und Wasser euch gnädig sein. Und Artyom, gib gut Acht. Ja, das können wir gebrauchen. Günstige Winde. Hurra! Alle an ihre Station und lichtet den Anker! Wir fahren die halbe Strecke dorthin und warten dann bis 4 Uhr im Schiff. Wir sollten am frühen Morgen dort ankommen, wenn der Nebel besonders dicht ist. Ich hoffe mal, dass die Fahrt ein wenig entspannt sein wird. Oder auch ein Blackscreen, das geht natürlich auch. Aber ja, keiner ist draufgegangen. Artyom, Duke, wir sind jetzt fast da. Da, seht ihr das Feuer ganz oben?
Das ist der Kontrollposten. War es zumindest mal. Jetzt ist es ein Schrein. Näher an Gott, versteht ihr? Sektenspinner. Dort müsst ihr hin. Ich lenke jetzt die Wachen ab. Das kann ja was werden, Alter. Junge, die haben sich hier auch echt was was aufgebaut. Hey, du da an Land! Fang die Leine! Bereit! Hey, Matrose! Was machst du da mit deinem Kahn? Was willst du jetzt verkaufen? Du bist so lustig! Blöd, Mann. Hast du eine Plane, lustiger Mann? Und Artyom, sollen wir los? Wer zuerst da ist, hat gewonnen. Hals und Beinbruch. Ganz ruhig, Tue, ganz ruhig. Alter, dann noch an so einem wirklich... Vater, die Landtür es vorhergesagt hat. Wer ist eingetroffen? Satans Sklaven! Hast wohl die Morgenpredigt verpasst, hm? Ganz kurz. Wir machen uns leise auf den Weg? Mit einer Dampflok? Mit einer Dampflok? Leise? Also, möchte ich gerne mal sehen. Oder beziehungsweise eher erstmal hören. Nein, habe ich nicht. Eines Tages wirst du dafür losgeschickt, um Dämonen zu bekämpfen. Oh, aber es war doch noch so früh. Sag mir einfach, was er erzählt hat. Also gut. Während der Predigt kam tatsächlich ein Ketzer. Unsere Leute eilten dorthin, um den Heiligen Vater zu retten. Aber der Ketzer legte fast alle um. Stimmt gar nicht. Wohl, dass ihnen nichts passiert, wenn sie sich ergeben. Er ließ auch die Unbewaffneten in Ruhe, die nur zufällig dort waren. Ist wohl doch nicht so, diese Katja und ihre Hexenbrut in dem Durcheinander entkamen. Ein paar Leute haben sie später angeblich bei den Ketzern gesehen. Wer weiß, es sind Ketzer. Möge der Zartisch sie verschlingen. Ja, eins ist klar. Selbst die Leute wissen, dass wir nicht der übelste und schlimmste Mensch sind, der denen begegnet ist. Aber eins ist klar, wir müssen auch gucken, dass wir Dukes nicht verlieren. Weil ich glaube mal gelesen zu haben, dass es dafür auch ein Trophäe gibt, dass der Typ nicht drauf geht. Es kann durchaus sein, dass es sich hier schon mit dieser Mission, dass es damit in Verbundenheit steht. Das Schloss würde ich zwar ganz gerne aufschießen, aber jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Alles in allem, wir sind schon mal fast am Ziel. Aber ein wenig des Weges ist es noch, den wir gemeinsam gehen müssen. Und ich hoffe mal, das schaffen wir beim nächsten Mal. Insofern, bis dahin. Wenn es wieder heißt, Let's Play Metro Exodus.